Ja, das ist mein Koffer. Ich packe jetzt schon mal alles für Sonntag. Da geht's ja nach Italien. Das ist ein ziemliches Chaos, sagen wir es mal so. Jetzt muss ich zusehen, wie ich das Ganze in diesen kleinen Koffer kriege. Und das wird echt schwer. Das ist jetzt mein Koffer. Ich weiß, das kann man jetzt nicht so gut sehen. Da wir Selbstverpflegung haben, kommen da noch Essenssachen, kommen da noch rein, deswegen. Und wie ich bereits gesagt habe, werde ich ja Follow Me Rounds machen mit der Kamera hier. Habe ich hier so noch eine neue Speicherkarte bestellt, um halt die ganzen Sachen für euch aufnehmen zu können. Da ich halt Angst habe, dass die Speicherkarte voll ist und ich dann einfach nichts mehr aufnehmen kann, das wäre richtig traurig. Am Sonntag um 22 Uhr geht's los. Ich werde ab dann für euch immer interessante Sachen aufnehmen. Keine Sorge, es werden so tolle Follow Me Rounds kommen und naja, das wird einfach toll. Ja, das alles ist jetzt in meinem Koffer. Da müssen jetzt nur noch die Sachen rein, die in der Wäsche sind und die Essenssachen halt für die Selbstverpflegung. Und das richtig coole an dem Koffer ist, dass hier solche Rollen sind. Und halt, das sind vier davon und du kannst ihn halt rollen, ohne den hinterherziehen zu müssen. Aber du kannst ihn auch hinterherziehen, das ist auch das Coole daran. Und dieses Fach da und so. Der ist eigentlich wirklich, das ist ein richtig cooler Koffer, sagen wir es mal so. Also ich werde auch noch einen Rucksack packen mit anderen Sachen halt. Wie mein Handy, meine Kamera. Also halt jetzt nicht die, sondern die kleine. Ist mir zu gefährlich da. Und andere Sachen. Schöne Haare hier. Auf jeden Fall, das kann ich jetzt leider nicht zeigen, weil ich das erst Sonntag mache, weil das alles Sachen sind, die ich jetzt noch die ganzen Tage benutze, wie mit meinem Kulturbeutel. Den packe ich auch erst Sonntag ein. Ja, ich freue mich einfach schon richtig drauf, weil das wird richtig cool. Auch wenn das richtig gemein ist, weil unsere Parallelklassen fahren nach Amsterdam, Berlin und so ein Kack. Und wir direkt so nach Italien. Das ist eigentlich richtig fies, aber was soll man sagen? Ich würde sagen, dann sehen wir uns übernächste Woche und bis zum nächsten Video.